Hallo, schön dich kennenzulernen. Herzlich willkommen in der Welt der Pokémon. Mein Name ist Eich, aber die meisten Leute nennen mich den Pokémon-Professor. Diese Welt wird von Wesen bewohnt, die man Pokémon nennt. Menschen und Pokémon können auf sehr unterschiedliche Weise miteinander leben. Für manche sind sie nur niedliche Begleiter im Alltag, andere tragen Kämpfe mit ihnen aus. Was mich betrifft, ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht und studiere Pokémon. Aber jetzt erzähl mir etwas über dich. Das ist doch mal die Gelegenheit, um zu sagen, ein Hallo und herzliches Willkommen zu einem neuen Let's Play von mir. Ich bin der Chris und wir spielen zusammen Pokémon Let's Go. Und ihr durftet voten und ihr habt für Evoli gewählt. Deswegen Let's Go Evoli. Möchte nur mal anmerken, mein Favorit ist Pikachu. Aber auch Pikachu wurde mir bereits von meinem Mitbewohner gesnatcht. Daher wird Pikachu halt... Ich habe keine Wahl einfach. Ich habe einfach keine Wahl. Ich bin euer Sklave, was das hier angeht. Und ihr habt gesagt, wir wollen das so sehen. Also seht ihr jetzt das, was ihr bekommt. Weil ich möchte mich natürlich nicht euch entgegenstellen. Ein Spiel, welches die Meinung bereits vor Release sehr weit auseinandergehen ließ. Weil es ja ein Remake von Gelb ist. Welches allerdings... sehr vereinfacht wurde. Warum das so ist und was ich darüber denke und überhaupt, könnt ihr auf meinem Hauptkanal sehen. Da habe ich nämlich ein Video oben, wo ich über diese ganze Geschichte einmal rede. Das heißt, schaut euch das mal an. Ansonsten, falls ihr die ganze Geschichte mit mir zusammen erleben möchtet, bin ich natürlich überglücklich darüber, wenn ihr ein Abo dalasst und wenn ihr die Glocke anmacht, um sofort zu erfahren, wenn es hier weitergeht. Und ansonsten... Haut in die Kommentare, was ihr von der ganzen Geschichte so haltet. Daher würde ich sagen, der sieht mir natürlich am ähnlichsten. Wenn er mich schon fragt, wie ich aussehe, würde ich sagen, blond, blauäugig. Das passt eigentlich schon mal ziemlich gut. Redet mir noch deinen Namen. Natürlich, mein Name ist Christophrianus. Warte, hier. Oh Gott, das muss man mit einer Hand spielen. Das ist sehr ungewohnt. So, Chris, das kriegen wir hin, wir schaffen das. So, okay. Dann muss ich auf Plus. Okay. Alles klar, der Name ist also Chris. Genau. Diesen jungen Mann hier kennst du, oder? Klar kennst du ihn. Schließlich seid ihr von Kindesbeinen an die größten Freunde. Und die größten Rivalen. Die besten Freunde. Ich bin so Alzheimer verseucht. Ich weiß gar nicht mehr, was ich eigentlich rede. Wie hieß er noch gleich? Das ist eine gute Frage. Wie hieß er denn? Hat er einen Namen? Wie haben wir denn nochmal den Rivalen in Pokémon Soul Silver genannt? Der hatte so einen mega geilen Namen, aber ich habe den leider vergessen. warte, ich komme drauf. Ich weiß es. Er hatte irgendwas mit Bert im Namen, das weiß ich noch. Glaube ich. Rotbert, ne? Irgendwie sowas war das. Ein richtig, richtig dummer Name einfach. Ich glaube, das war das. Mögen wir Rotbert? Rohrbert, nennen wir ihn Rohrbert? Mögen wir Rotbert in unsere Herzen schließen und ihn mit so viel Liebe überschütten, wie wir sonst nur unsere eigenen Eltern lieben würden. Natürlich, das ist Rotbert. Wie konnte ich das nur vergessen? Es ist Zeit, Chris. Eine unglaubliche Reise in die Welt der Pokémon erwartet dich. Eine Welt voller Wunder, Abenteuer und Geheimnisse. Kurz gesagt, ein Traum wird wahr. Und jetzt, let's go!
ich habe Hände und Arme. Ich existiere. Wahnsinn. Das war gerade so ein bisschen so, wow, die Drogen wirken. Okay, oh Gott, ein neues Pokémon. Das ist, wow, vor allem ein Pokémon auf einer Heimkonsole, okay? Gott, das ist so weird einfach. Ich möchte es ausmachen, weil ich mich ein bisschen eklig fühle, Pokémon nicht auf einem Handheld zu spielen. Außerdem hat er eine Switch da stehen, das ist ziemlich cool. Das ist eine Nintendo Switch-Konsole. Sie ist mit dem Fernseher verbunden. Vor allem hat er einfach, wie alt ist er? 10? So ein 95-Zoll-Fernseher in seinem Zimmer stehen. So mitten im Raum auch noch. Weißt du, nicht so, dass er zum Bett zeigt oder so. Er muss sich dann immer hier so an die Wand stellen und da hingucken, um dann erstmal sein Spiel spielen zu können. Aber hey, das ist okay. So, wir haben hier eine Evoli-Puppe. Eine super plüschige sogar. Das muss man dazu anmerken. Das ist eine E-Mail von Rotbert in deinem Posteingang. Hey Chris, du bist ein Loser. Gezeichnet Rotbert. Oh Gott, rede nicht mit mir. Ich bin zu cool für dich. So. Der Rivale ist unglaublich freundlich in diesem Spiel. Halt so freundlich, dass ich das fast ein bisschen traurig finde. Das heißt, ich werde dem zwischendurch mal ein bisschen Pep geben. Wir werden genug betüdelt in diesem Spiel. Nicht von unserem Rivalen. Los geht's. Oh nein. Es ist Rotbert. Bist du schon auf den Beinen, Chris? Ich komme hoch. Morgen, Chris. Du Loser. Du schaust aber verdutzt aus der Wäsche. Du bist noch nicht ganz wach, was? Ich bin überrascht, dass du überhaupt schlafen konntest. Heute ist doch unser großer Tag. Der Tag, an dem wir endlich ein eigenes Pokémon kriegen. Ich meine, ich werde das bessere Pokémon kriegen. Aber, naja, ein Loser braucht halt auch eins. Los, komm, wir dürfen keine Sekunde verlieren. Ah, Sekunde. Hast du meine Mail von gestern gesehen? Wenn nicht, dann lies sie lieber schnell nochmal durch. Da stehen einige wichtige Sachen drin. Ich gehe schon mal vor, ja? Ich warte bei Professor Eichs Labor. Loser! Ziemlich gemein zu uns, aber so gehört sich das für einen Rivalen. Ziemlicher Miesmensch. So, Mutti. Du bist aber braun gebrannt. Das ist genauso wie bei mir zu Hause. Meine Mutter ist einfach 24/7 Solariums gebräunt und ich bin halt so weiß wie eine Wand. Das ist halt relativ realistisch. Also, das ist, ich fühle mich halt direkt ins Spiel versetzt eigentlich. Sag mal, hast du nicht einen Termin bei Professor Eich? Rotbert wollte doch mit dir eure Pokebälle abholen gehen. Stattdessen hat er ein bisschen meine Bälle geschaukelt. Uhuhu. Oh, das ist so hübsch. Ey, es ist total... Ich weiß nicht, wie Leute sagen können, dass dieses Spiel nicht absolut schön aussieht. Ich finde diesen Style einfach super hübsch. Es ist so ein schönes Spiel. Ah, ich bin einfach voll begeistert. Ich möchte noch nicht ins Labor, ich möchte ein bisschen rumlaufen und einfach dieses Spiel einfach in mich aufnehmen. Gott, das ist so komisch einfach. Ein Pokémon auf einer Hauptkonsole. Dude, what is going on? Wusstest du, dass man heutzutage seine Konsole mit seinem Smartphone verbinden kann und Daten zwischen den beiden austauschen kann? Wissenschaft kennt einfach keine Grenzen. Wusstest du, dass man sich mit einem Schlauch das Fett absaugen kann, Bruder? Das könnte man mal in Erwägung ziehen. Übrigens auch. Haha, Self-Roast. Ich trainiere meine Pokémon so lange, bis sie mega stark sind. Dann können sie mich nämlich beschützen, weißt du? Oh, ich möchte auch, dass mich jemand beschützt. Schützt mich ja von euch. Schließt mich jemand von euch in seine starken Arme und sagt, Chris, für dich und nur dich werde ich zum Mann und schütze dich für immer. Ah, was geht denn in Rotberts Haus ab? In einem von drei Häusern. Wow, bist du seine Schwester? Hallo Chris, mein kleiner Bruder war gerade auf dem Weg zu dir. Ey, es ist wirklich seine Schwester. Gutes Visual Design direkt erkannt. Habt ihr euch etwa verpasst?
Dabei meinte Rotbert noch, dass ihr zusammen zu Professor Eichs Labor gehen wolltet. Ach, das kann doch nicht sein. Ein Rivale, der uns tatsächlich einen Nachteil geben wird? Das ist doch unfassbar. Wie kann das nur sein? Dann gehen wir mal zu Professor Eichs Labor und gucken mal, was geht. Hey, Chris! Ah! Ich habe einen Frosch im Hals. Professor Eich ist anscheinend gar nicht da. Meinst du, die Pokémon, die wir bei ihm bekommen, stecken in den Bällen da? Oh Mann, ich kann es kaum erwarten. Das ist ein Pokéball, da drin findet sich ein Pokémon. Was? Skandalös. Wer ist hiermit? Oh Gott, das ist ja eine Offenbarung nach der anderen. Als nächstes sagt er mir, dass sich in dieser Tasse Tee befindet. Nein, aber das ist eine E-Mail in Professor Eichs Posteingang. An alle Trainer und die, die sich für Trainer halten. Die Pokémon-Liga auf dem Indigo-Plateau lädt euch herzlich dazu ein, den Rängen vieler Trainer beizutreten, die sich den unschlagbaren Top 4 gestellt haben. Die ultimative Herausforderung wartet euch. 15 Burger in 15 Minuten. Wer es schafft, bekommt 3 Pokémon umsonst. PS, standen Sie uns noch bald mal wieder einen Besuch ab, Professor Eich. Wow, Professor Eich ist ganz schön vielfräßig. Es geht hier nicht ab. In dieser merkwürdigen Maschine werden Pokébälle aufbewahrt. Okay. Weißt du, ich wünschte, ich hätte Augen, damit ich das eben selber hätte sehen können, dass da Pokébälle drin sind. Ich lese gerade erstmal fremde E-Mails checken. Nice. Deswegen lasst ihr niemals ein Handy in meiner Nähe. Weil das Erste, was ich mache, also das mache ich unbewusst, dass meine Hand dann einfach so dahin wandert und einfach alles öffnet, erstmal alle Nachrichten liest und die negativsten Informationen aufnimmt und dann benutzt, um euch zu blackmailen. So, ah, guck mal. Professor Eich mit seinen besten Freunden da vorne. Vielen Dank, Freunde. Ihr habt mir dabei geholfen... warte mal. Ihr habt mir dabei geholfen, euch Taubsi etwas besser zu verstehen. Macht's gut. Hau sie einer an, wenn das mal nicht Chris ist. Ach, stimmt ja. Ich hatte versprochen, dir und Robert euer erstes Pokémon zu geben. Lass uns doch gleich zum Labor gehen. Hä? Na sowas. Ein wildes Evoli erscheint. Oh, wie ungewöhnlich, dass sich hier ein Evoli rumtreibt. Du solltest diese Gelegenheit nutzen und versuchen, das Pokémon zu fangen. Du musst nur gut zielen und einen Pokéball draufwerfen. Okay, warte. Das sollte hinklauen eigentlich. Ich kann schon wieder nicht reden, ich bin so aufgeregt einfach. A-Knopf halten, zielen. Okay. Schwinge nur den Joy-Con, um einen Ball zu werfen. Achte auf deine Umgebung, damit du den Joy-Con nicht einfach deinem kleinen Bruder an den Kopf wirfst, was du total unabsichtlich natürlich noch machen würdest. Also muss das dann so? Oh mein Gott! Es hat geklappt! Krass, Evoli wurde gefangen! Können wir Evoli einen Namen geben? Nein, können wir nicht. Ach. Ein hervorragender Wurf. Kaum zu glauben, dass es dein allererster Fang war. Jetzt musst du den Pokéball nur noch aufheben und schon gehört das Pokémon dir. Wenn du möchtest, kannst du deinem Evoli sogar einen Spitznamen geben. Huch. Das ist aber ein lebendiges Verdammt. Das ist aber ein lebendiges Kerlchen. Hey, warte doch, komm zurück. Ich hoffe, es fliegt ihm jetzt an den Kopf. Ich würde so lachen. Professor, können Sie mir erklären, warum da auf einmal 3 Pokébälle liegen? Ich könnte schwören, eben waren es noch 2. Da steckt der kleine Ausreißer also. Ich schätze, im dritten Pokéball befindet sich das Evoli, das Chris eben gefangen hat. Was, echt? Du hast ganz allein einen Pokémon gefangen, Chris? Boah, habt ihr das gesehen? Voll krass.
Dieses Pokémon ist wirklich quicklebendig. Los, Chris, heb deinen Pokéball auf und halte ihn diesmal ganz fest in der Hand. So fest, wie du meine Bälle in der Hand gehalten hast. Oh, snap, hat er nicht gesagt. Los geht's. Du hast Evoli als dein erstes Pokémon erhalten. Höchst ungewöhnlich, dass ein Pokémon einfach nach Lust und Laune aus seinem Pokéball hüpft. Aber es hat dich offenbar ins Herz geschlossen. Wie wär's, wenn du ihm einen Spitznamen gibst? So, ich möchte natürlich Evoli einen Spitznamen geben. Ich weiß noch nicht, was ich ihm für einen Spitznamen geben soll. Das hätte ich mir vielleicht überlegen sollen, bevor ich sage, dass ich ihm einen Spitznamen geben möchte. Das heißt, was geben wir ihm immer für einen Spitznamen? To be. Das wäre mega lustig. Uschi, Jens, Brutus, Dennis Pikachu. Das wäre mega lustig eigentlich, aber ich glaube nicht. Ich brauche irgendeinen richtig, richtig coolen Namen. Ich nenne es einfach Monster Energy. Und dann muss ich jedes Mal eine Werbung-Einblendung machen, wenn dieses Pokémon auftaucht. Eevee. Ich kann es einfach Uwu nennen. Oder Ovo. Das wäre auch sehr lustig, glaube ich. Wir nennen es... Weißt du, ich mache Uwu. Das finde ich, glaube ich, echt lustig. Uwu wurde in ein Team aufgenommen. Ich hoffe, ich kann den Namen später nochmal ändern. Ich nehme das Pokémon hier, Professor Eich. Robert erhält Pikachu von Professor Eich. Ah, okay, ich kann spielen. Ups. So ein niedliches Pokémon. Ich habe mir schon immer einen Pikachu gewünscht. Ich auch. Oh, mein Bruder, ich auch. Ein Trainerneuling, der sein erstes Pokémon eigenhändig fängt. Sowas habe ich noch nie erlebt. Gut, dann können wir ja gehen, ne? Oh mein Gott, es läuft mir hinterher. Oh, einen Moment, eine Sache wäre da noch. Jetzt, wo ihr richtige Pokémon-Trainer seid, habe ich eine Aufgabe für euch. Ich möchte, dass ihr etwas auf eure Reise mitnehmt. Was ist das, Professor? Das, mein Lieber, ist ein Pokédex. Ich habe ihn selbst entworfen. Darin werden automatisch Daten zu den Pokémon aufgezeichnet, denen ihr auf euren Reisen begegnet. Er ist eine Art Hightech-Lexikon, das seine Seiten selbst mit Inhalt füllt. Ihr Chris und Rotbert, die beiden Exemplare schenke ich euch. Du erhältst einen Pokédex von Professor Eich. Die gesamten Daten eines Pokémon erfasst der Pokédex übrigens erst, wenn man es gefangen hat. Es reicht also nicht, es nur gesehen zu haben. Wisst ihr, ich träume schon seit langer Zeit davon, einmal einen vollständigen Pokédex in den Händen zu halten. In meinen 73 Jahren, die ich auf dieser Welt lebe, hat es nämlich noch nicht ein einziger Trainer geschafft, alle 151 Pokémon zu fangen. Das ist eine richtig, richtig anstrengende Situation. Informationen zu sämtlichen Pokémon dieser Welt jederzeit griffbereit. Aber ich bin inzwischen zu alt, um die unzähligen Pokémon selber zu fangen. Solche Abenteuer sind nichts mehr für meine müden Knochen. Deswegen möchte ich, dass ihr zwei meinen Traum verwirklicht und den Pokédex vervollständigt. Mit dieser Arbeit werden wir Geschichte schreiben. Also macht euch auf den Weg. Das Abenteuer wartet auf niemanden. Boah, unser eigener Pokédex. Oh Mann, wir werden auf diesen Reisen so viele Pokémon begegnen. Es wird super. Ich kann nicht länger warten. Ich komme.
Wir sehen uns bestimmt irgendwo draußen, oder? Lass dich nicht hetzen. Bis später. So, okay. Es ist soweit. Wir sind offiziell Pokémon-Trainer. Diesen Moment habe ich gewartet, seitdem ich 10 Jahre alt bin. Und endlich, 20 Jahre später, ist dieser Traum wahr geworden. Na gut, eigentlich habe ich es schon gespielt, als ich 11 war, aber das ist... Das ist eine Information, mit der muss man nichts anfangen. Oh, das ist ja ein süßes Pokémon. Das hat hier bestimmt der Professor geschenkt. Moment, was sagst du da? Du hast es ganz alleine gefangen? Oh Mann, da bin ich echt sprachlos. Wie heißt das Kleine? Ah, Uwu. Wirklich niedlich. Uli. Hui, es ist ganz schön lebhaft. Ihr beiden werdet euch jetzt stürzen euch recht. Ich habe schon wieder zu viel getrunken. Ah, Schätzchen. Ich wusste, dass dieser Tag irgendwann kommen würde. Deswegen habe ich diesen Gin für dich aufbewahrt. Du fischst eine Karte aus der Ginflasche deiner Mutter. Du verstaust das Item im Beutel. Wenn du einmal wissen willst, wo genau du gerade bist, musst du einfach nur einen Blick auf diese Karte in deinem Beutel werfen. Na gut, dann wünsche ich euch beiden eine gute Reise. Passt auf euch auf! Okay, sehr gut. Oh! Oh! Es ist, oh mein Gott! Könnt ihr das wahrnehmen? Können wir das einfach mal festhalten? Das ist so cool einfach. Vor allem, das beste Feature ever ist, wir können jetzt im Gras rumlaufen und haben keine random Encounter mehr, sondern die Pokémon laufen alle hier so durch die Gegend. Schau euch das an. Oh, es wirft mir sogar ein Küsschen zu. Wir haben Pokébälle, das ist ja aufregend. Oh, verdammt. Knuffenser wurde gefangen. Yes. Knuffenser... Es wurde ein Eintrag für Knuffenser angelegt. So, Knuffenser bevorzugt einen warmen und feuchten Lebensraum. Es nährt sich von kleinen Käfer-Pokémon, die es mit seinen Ranken fängt. Oh, warte. Ich habe die... Oh mein Gott. Ich habe hier... Warte. Ja. Haltet euch fest, euer Mind wird geblowt einfach. Oh mein Gott. Knuffenser bevorzugt einen warmen und feuchten Lebensraum. Es ernährt sich von kleinen Käfer-Pokémon, die es mit seinen Ranken fängt. Alle einfach Wahnsinn einfach, was heutzutage mit der Technik geht. Warum kann ich Knuffenser keinen Namen geben? Ich wollte es gerne 420 Blazed nennen, aber es hat leider nicht geklappt. Ja, was soll's? Komm, was geht mit dir ab? Siehst du die Stufen hier? Ich habe immer ein bisschen Angst davor, sie runterzuhüpfen. Aber so kommt man am schnellsten nach Alabastia zurück. Wow. Wow. Ein wildes Knuffenser erscheint schon wieder. So, los geht's. Ich habe übrigens die Theorie, ich habe irgendwie ein Haar hier. Ew. Ich habe übrigens die Theorie, die ersten 10 Fänge oder so gehen ohne Probleme 100% immer. Da kann man nicht fangen. Ich bin gespannt, ob das wirklich so läuft. Das heißt, wir müssen uns jetzt eh durchgrinden und jedes Pokémon mitnehmen, weil wir jedes Pokémon in unserer kleinen wilden Gruppe brauchen. So, das ist jetzt offiziell Fang Nummer 3. Wie gesagt, ich sage so 10 Fänge kann man machen, die 100% immer klappen. Danach wird's schwer. Alter. Knuffenser wurde in dein Team aufgenommen. Ja, ist doch okay. Also ich weiß nicht. Weißt du, man kann ruhig mal 5 Knuffenser im Team haben. Das ist nichts Ungewöhnliches. Ich kann mit dir interagieren, oder? Uwu, starte ich an. Möchtest du es ansprechen? Ja.
Uwu hat freudig geantwortet. Uwu. Oh, es ist echt hübsch, Mann. Es ist halt echt schön. Es ist so hübsch, dass ich nicht mal gesehen habe, dass ich gegen eine Wand gelaufen bin. Huch, was ist los? Oh shit, was geht da denn ab? Uwu hat unter den Pflanzen etwas gefunden. Eine Himbeere. Wow. Du verstaust das Item in der Fangtasche. Na, dann kann's ja losgehen. Hey, Bruder. Boah, was hast du denn da für ein cooles Pokémon? Ich hole mir nachher mein Lieblings-Pokémon, dann können wir kämpfen. Oh, bitte, als ob ich dich nicht... Ich setze mich einmal auf dein Gesicht und du bist besiegt. Möchte ich nur mal so anmerken. Bibub. Ein wildes Taubsi erscheint. Los geht's, das kriegen wir hin. Und... Au! Ich sollte vielleicht nicht gegen meine Mütze hauen. Ich lese gerade, kämpft man in diesem Teil nicht mehr, um zu leveln. Und nein, tatsächlich nicht. Du fängst halt Pokémon ohne Ende, um diesmal zu leveln. Wie du siehst, ich habe jetzt eins gefangen, bekomme 20 Erfahrungspunkte dafür und so levelt man halt auf. Es gibt noch Trainerkämpfe. Da erhält man auch XP, aber... Halte dich fest. Die sind begrenzt. Oh, warte. Taubsi, ein sanftmütiges Pokémon, welches lieber Sand zum Sturz, also Error 404, repeat. Ein sanftmütiges Pokémon, welches lieber Sand zum Schutz aufwirbelt, als zurückzuschlagen. So. Ach, das ist schon, das ist Wahnsinn, Alter, was heutzutage alles geht. Technik ist schon krass. Fast so cool, wie Konsolen mit einem Handy zu verbinden. Uwu schaut sich aufmerksam um. Ach, es ist einfach... Warte mal, jetzt können wir doch unsere 25 Taubsis und Knuffensas abgeben, oder? War da nicht was? Hey. Es tut mir sehr leid, aber unsere Maschine wird gerade gewartet. Komm doch bitte später wieder vorbei. No! Wie soll ich denn... Was soll ich denn in der Zwischenzeit machen? Soll ich mich mit alten Herren abgeben? Das Lesematerial-Magazin stand da hinten, ist für alle da. Darauf hat mich die Dame am Empfang freundlicherweise hingewiesen. Okay, was können wir denn mal lesen? Hier ist ein Magazin mit dem Titel Das Pokémon Journal. Auf der Rückseite siehst du eine auffällige Anzeige. Möchtest du sie lesen? Ja. Mit Hilfe von geheimen Techniken kannst du auch Sträucher aus dem Weg räumen oder in dunklen Höhlen sehen. Praktisch in jeder Lebenslage. Und jetzt bist du an der Reihe. Lerne noch heute eine geheime Technik. Vereinigung für geheime Techniken. Ach. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, das ist die Map. Oh. Wahnsinn. Ich finde das so geil, wie Pokémon richtige Texturen hat einfach. Es ist so ungewohnt, Mann. Was geht bei dir eigentlich ab, dass du so total vehement diesen Baum anstarrst? Hast du schon mal gegen einen anderen Trainer gekämpft? Hier ein kleiner Tipp. Wenn die Initiative deines Pokémon größer ist als die des Gegnerischen, kommst du schneller zum Zug. What? Weißt du, das ist total geil für jemanden wie mich, der Pokémon einfach seit Pokémon Gold irgendwie nicht mehr gespielt hat. Ich find's auch total cool, wenn man jetzt mal so drauf achtet, dass die ganze Zeit so kleine Staubpartikel auf dem Bild auftauchen. Das sind so kleine Details, sowas catcht mich halt mega. Oh mein Gott, was sind das denn für Freaks da vorne? Stellt euch mal vor, ihr würdet mit blauen Haaren rumlaufen. Alle getriggert. Hey, soll ich dir was über Raupi und Hornio erzählen? Nein! Pff, dann eben nicht. Okay, ich glaube, wir kommen an den beiden nicht vorbei. Wir kommen tatsächlich nicht an ihnen vorbei. Ja gut. Ich glaube, wir müssen mit ihnen reden. Du willst hier durch? Tja, Pech gehabt! Dieser Weg ist gesperrt! Wir halten hier gerade Wache und nehmen unsere Arbeit sehr ernst! Was willst du von mir, Knirps? Mach, dass du wegkommst, und zwar Dalli. Hm,